Boss ist 16 Jahre alt, als du starbst. Doch der Boden war sicher hart und kalt in deinem Grab. Schon über mich! Ich konnte nicht einmal da sein bei der Beerdigung, kenn nicht einmal deinen Grabstein. Weil ich dich nicht retten konnte, frisst ich jetzt mein Dasein. War am Ende mit meinem Latein, trank allein Rotwein beim Mondschein. Genommen war mein einziges Standbein, doch du warst auf einmal weg. Und ich war Mutterseelen allein. Ich hoffe, dir bleibt wenigstens der Heiligenschein. Keiner sieht meine Tränen, ich hielt so gut, es ging alles geheim. Doch ich weiß, du kommst nie wieder online. Mach mich auf den Weg durch die Skyline. Startete das Drogenbusiness am Rhein. Brauchte nur ein Ziel, eine Perspektive, etwas sein. Mein Freund, den Geldschein. Meine Geschichte, die ich verheimlichte. Nichts, den Kummer zu genießen. Sie boten mir an, mich ihnen anzuschließen. Doch ich lehnte ab, bis sie nachließen. Ich wollte eigentlich nie meine Gedanken verschließen. Und an meinen Vater, ich weiß, du warst früher nie für mich da. Doch ich hab immer gesehen, du wusstest das mal, was aus mir werden kann. Ich bereue die Schläge, die in Scherben endeten. Damals war mir nicht bewusst, dass du wusstest, du würdest sterben. Im Krankenhaus mit Krebs, so wie bei deiner Beisetzung, flossen keine Tränen. Sie dachten, es würde einfach an mir vorbeigehen. Doch sie wussten nicht, dass sie mich dabei missverstehen. Ich hatte keine Zeit für den Kummer, musste Beerdigungen organisieren. Sie riefen mich an unter blockierten Handynummern. Wusste nicht mehr, wohin mit den Tieren oder meinem Bruder. Ich war zerstört und saß ohne Wohnung da. Musste ihn an ein Heim abgeben, weil ich mich nicht um ihn kümmern kann. Was ich dir jetzt sag, Freundin im Grab, Mutter im Rollstuhl, Vater im Grab, Bruder im Rollstuhl. Das macht mich nicht zur Heususe, sondern zum Stärksten, der ich sein kann. Meine Geschichte, die ich den Kopf im Wasser halten und die Gedanken voll auf Erfolg umschalten. Denn dieser soziale Staat schenkt dir nicht mal das Grab. Das einzige, was er uns hier gab, ist Versklavung auf Raten. Ich weiß, es ist hart, doch du musst den Schmerz zur Positivität umwandeln und deine persönlichen Seiten mit Stahl ummanteln. Du denkst, es wäre alles Märchenkram, doch du musst vergessen, wer du mal warst und sehen, wer du mal werden kannst. Einen klaren Kopf braucht das Land.